Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Wir sind hier immer noch im dunklen Spalt, oder wie das jetzt hieß, Dunkelspalthöhle, genau. Klingt irgendwie ein bisschen falsch. Das ist nur eine Krabbe, die auf Stress aus... Und da ist noch jemand. Da aber auch. Wie viele sind denn hier? Hier sind einfach jede Menge Totenbeschwörer. Lass das uns zu Ende bringen. So, du bist der Nächste. So, und jetzt die Krabbe. Als Finale. So, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Aegis-Gewand. So, das nehmen wir mit. Und das nehmen wir mit. Hier. Geht's da hinten auch irgendwie weiter? Nee, oder? Nee. Eigentlich müssten wir zu Primus oder wie der heißt nochmal zurück. Ich glaube, mein Schwert ist... muss repariert werden. So, 42 Gold. Totes Fleisch. Wir haben ein Stück totes Fleisch für Meridia. Aber ich glaube, auf der Seite geht es nicht mehr weiter. Dahin gab es auch, glaube ich, noch einen Eingang, oder? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich aber schon hierhin gehen durfte. Dunkler Spalt, Inneres Allerheiligstes. Ich gehe mal erstmal hier entlang. Und noch ein Skelett hält. So, ein Silberbogen. Ich finde es krass, dass wir schon 505 Kilo mit uns schleppen können. So, vielleicht einmal kurz die Waffen noch mal reparieren. Und auch alles andere. Alter! Von wie vielen werde ich da angegriffen? Nur von dem einen? So, wo ist die andere? Die wir gerade getötet haben. Allgemeiner Seelenstein. Ich nehme die mal mit.
Seelensteine können wir ja vielleicht später noch gebrauchen. So. Der hat nur Knochenmehl und eine Zwergenkriegsaxt. Krankheitsheilung. Krankheitsheilung. Okay. Dings ist wieder weg. Elfenhandschuhe. Lass sie mal da. Ach, oben. Ja, gehen wir noch mal zurück, den anderen Weg. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich den anderen Weg vorher nehmen hätte. Okay, der andere Weg hätte ich hier hingeführt. Okay. Mal gucken, wer jetzt mir entgegenkommt. Nein, das hier. Uralter Geist. So, wieder hier drauf. Wieder hier drauf. Verblichenes Gespenst. Ich bleib mal bei dem Schwert. Für den Fall, dass hier noch mehr Geister kommen oder so. Golddiamantring, den nehme ich mal mit. Bastard? Mehr ist hier nicht. Gut, wechseln wir dann wieder auf den hier. Und wir können rasten. Wir sind jetzt Stufe 20 oder wie? Womit haben wir Stufe 20? Nicht Schwertkampf. Durch Blocken, glaube ich, oder? Eine schwere Rüstung. So, okay, gehen wir wieder zurück. Ausgesetzt, wir finden den Weg wieder zurück. Ich glaube hier, oder? Hier. Also alle Totenbeschwörer jetzt erstmal erledigt.
Ich habe aber so das Gefühl, dass das wirklich mit Manimako zu tun hat hier. Denn soweit ich weiß, soll Manimako hier wieder auftauchen. Hier haben wir aber auch noch nicht alles erkundet. Da hinten ging es ja auch noch weiter. Wir waren hier ja noch nicht fertig. Schwertkampffertigkeit verbessert. Die Kratzer und Schnittwunden, die ihr in langen Übungsstunden mit allen möglichen Klingen davongetragen habt, waren nicht umsonst. Ihr seid nun Meister im Umgang mit Hieb- und Stichwaffen. Bei eurem heftigen Sturmangriff habt ihr nun die Chance, den Gegner zu lähmen. Haltet die Angriffstaste gedrückt, während ihr euch vorwärts bewegt, um diesen heftigen Angriff auszulösen. Das ist ein bisschen schwierig jetzt zu lesen gerade. Starker Trank der Hexerei, nehme ich mal mit. Wir sind jetzt Meister. Stab des Eissturms. Wunderlich. Da geht's auch noch weiter. Natürlich reicht die Magie wieder nicht aus. Ach hier. So, nehmen wir das mit. Gibt's hier sonst nichts? Hier gibt es sonst nichts. Hier. Nein. Zu spät. Nee, das ist der falsche. Der Skelett-Champion ist es. So, Schwertkampf 100%. Ich weiß nicht, ob wir das noch weiter ausbauen können. Der ist aber ein bisschen heftig. Konstitution hat Schaden erlitten. Wenn ich hier jetzt nochmal Untergang der Sonne 28. Eine Stunde. So in Stärke. Hier nochmal ein bisschen was rein. Und in Willenskraft. Was wäre hier? Beeinflusst ihre allgemeine Magie und Magieanwendung. Zuständig für die Fertigkeit. Ja, okay. Bleiben wir hier. Stufe 20 sind wir jetzt. Also, wir brauchen kein Dings mehr. So, jetzt aber reparieren. Wie schnell die Hämmer einfach kaputt gehen. Wir haben jetzt nur noch einen Hammer übrig.
bin froh, dass wir den Knochenschlüssel haben oder Skelettschlüssel. Astraldämpfe haben wir uns infiziert, na super. Was, Rüstung auflösen? Rüstung auflösen, 100 Punkte an Berührung. Eben Holz im Rackring? So, aber jetzt haben wir hier alle erledigt, oder? Jetzt dürfte es hier niemanden mehr geben. Ich bleib lieber doch so. Den ganzen weiten Weg wieder zurück. Ich glaube, ich mache lieber eine Schnellreise. Und... Ah, ihr müsst die neueste Errungenschaft der geheimen Universität sein. Dieser bescheidene Kampfmagier heißt euch willkommen. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich als Errungenschaft bezeichnet werde. Hallo, Hochmagier. Weiß irgendwer im Ort mehr über schwere Rüstung als Varnado? Was schwere Rüstung betrifft, ist er der Beste am Ort. Ja. Habt ihr Nachrichten aus den anderen Provinzen? Ich möchte nicht darüber sprechen. Das haben auch schon andere gesagt. Ich habe noch nie gehört, dass die Gräfin ihren Mann erwähnt hat. Hallo. Ich glaube, das ist ein Wunderpunkt bei Fürstin Milona. Das habe ich auch schon gehört. Die Dunkelforstrotte hat sich schlechtes Hist von einem kranken Baum eingehandelt. Ein Wunder, dass sie so blutdürstig und furchtlos kämpften. Selbstverständlich. Das ist unglaublich. Hallo. Der graue Prinz wurde bezwungen. Es gibt einen neuen Großmeister der Arena, den Metzger. Das kann nicht sein. Ja. Der Held von Quatsch ist in aller Munde. Es heißt, er habe tatsächlich ein Oblivion-Tor betreten und es zerstört. Weiter. Habt ihr etwas aus den anderen Provinzen gehört? Schönen Tag. Auch ihr. Hallo, Beschwörer. Seid ihr schon am dunklen Spalt gewesen? Ja. Wir müssen über die Totenbeschwörer so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Wegen den Totenbeschwörern. Die sind übrigens alle tot, aber... Ihr habt sie also gesehen? Die Altäre müssen mit einer Art Macht belegt sein, von der die Seelensteine verändert werden. Ich werde die Neuigkeiten an den Rat weitergeben. Es ist in der Tat äußerst beunruhigend, dass dies keine reinen Mythen sind. Ich fürchte auch, dass sie vielleicht zahlreicher sind, als wir angenommen haben. Ihr habt erneut bewundernswerte Arbeit erbracht. Ihr habt meinen aufrichtigsten Dank und auch den des Rates. Okay, wie sieht's mit meinem Fortschritt aus? Ihr seid kein Beschwörer mehr. Nein? Die Heldenmitglieder sollen euch jetzt als Magier ansprechen. Ah. Meinen Glückwunsch. Ich bin jetzt Magier, okay. Habt ihr irgendwelche Gerüchte? Man sagt, dass die Kämpfergilde alle Trolle in der sumpfigen Höhle erwischt hat. Aber ich traue mich trotzdem nicht in die Nähe von Harlunds Wacht. Habt ihr irgendwelche Aufgaben? Sucht Erzmagier Travin auf. Er hat persönlich darum gebeten, dass ihr ihn wegen eurer nächsten Aufgabe aufsuchen sollt. Okay.
Kommen wir zum Geschäft. Hast du wieder Magie für mich, wo meine Magie für ausreichen wird? Magie festigen? Die sind immer alle so teuer. Also von Mana. Seht euch vor. Wie geht es euch? Wer will jetzt was von uns? Da hinten irgendwer. Ich wechsle mal wieder auf meine... Nee, wir haben ja jetzt Schwert soweit fertig. Ich würde dann erstmal auf stumpfe Waffen gehen. Ihr seht wie jemand aus, der sich in schwerer Rüstung wohlfühlt. Dass wir dann... Wohl, warte mal, was würde mehr Sinn machen? Hier. Schwertkampf haben wir ja fertig. Blocken. Schwere Rüstung. Veränderung. Zerstörung. Illusion. Wiederherstellung. Stumpfe Waffen wäre jetzt einfach hier. Schütze. Ja, aber dass wir dann zumindest irgendwas haben, womit wir 100% gehen können. Wo muss ich hin? Ich muss hier rein. Ja? Hallo Magier. Wie geht es euch? Hier muss ich hin. Ja? Einmal trafen. Seid gegrüßt, Schüler. Es ist höchste Zeit, dass wir uns von Angesicht zu Angesicht begegnen, findet ihr nicht auch? Raminus hat mir viel Gutes über euch erzählt. Ihr seid rasch vorangekommen und zeigt große Begabung. Ich will jetzt eure Talente einem direkteren Test unterziehen. Okay. Ich habe eine schwierige Aufgabe zu erledigen, bei der ihr mir vielleicht helfen könnt. Kriege ich wahrscheinlich hin. Ich habe es zum Magier geschafft innerhalb eines Semesters. Nur nicht mal im ersten Monat des Semesters. Also warum nicht? Seid ihr bereit? Ja. Sehr gut. Lasst mich erklären, was auf dem Spiel steht. Der Rat der Magier weiß seit längerer Zeit um die zunehmende Umtriebigkeit der Totenbeschwörer in Cyrodiil. Bisher waren wir bereit abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln würden. Doch diese Zeit ist jetzt um. Wir können diese Angriffe auf die Gilde nicht dulden. Die meisten unserer Informationen über die Totenbeschwörer stammen von einem Angehörigen der Gilde, der den Kult unterwandert hat. Ihr habt jemanden eingeschleust? Ja, und das haben wir schon seit geraumer Zeit. Obwohl die Informationen, die er geliefert hat, recht dürftig sind, haben sie doch ihren Einfluss und ihre Macht erkennen lassen. Der Rat wollte zuerst nicht glauben, dass die Informationen stimmen, doch jüngste Ereignisse haben ihm keine andere Wahl gelassen. Ich befürchte, dass unser Informant in Gefahr schwebt, und deshalb habe ich euch gerufen. Wo ist der Informant? Mucianus Alias. Er ist kein Ratsmitglied, hat aber der Gilde hier an der Geheimen Universität lange treu gedient. Er war sich der wachsenden Unruhe bewusst, die auf die Ächtung der Nekromantie in der Gilde folgte, und bot dem Rat Hilfe beim Überwachen der Umtriebe des Kultes an. Er hat mit meiner Einwilligung die Gruppe unterwandert und uns lange Zeit Informationen über ihr Treiben zukommen lassen, bis diese plötzlich nicht mehr kamen. Ich habe nichts mehr von ihm gehört und fürchte um seine Sicherheit. Okay, weiter. Der Mangel an Berichten von Mucianus hat den Rat bestürzt, und jetzt zweifeln sie an der Richtigkeit seiner Informationen. Eine Gruppe von Kampfmagiern wurde zum letzten bekannten Aufenthaltsort von Mucianus entsandt, um ihn zur Befragung zurückzuholen. Ich habe mich dagegen ausgesprochen, war aber am Ende einverstanden, damit im Rat kein Aufruhr entsteht. Ich bereue diese Entscheidung, und aus diesem Grund ist es mein Wunsch, euch dorthin zu schicken. Also, was soll ich machen?
Ich fürchte, die Kampfmagier könnten Mucianus misshandeln oder für einen der vielen Totenbeschwörer halten, die sich sicher in den Ruinen aufhalten. Ihr müsst Mucianus finden und für seine sichere Rückkehr zur geheimen Universität sorgen. Ich will nicht, dass etwas schief geht. Beeilt euch! Die Kampfmagier werden bald dort eintreffen, wenn sie nicht bereits dort sind. Und jede Minute zählt. Wenn ihr aus irgendeinem Grunde scheitern solltet, ist das Leben von Mucianus verwirkt. Ihr müsst ihn unbedingt in Sicherheit bringen. Okay. Brecht umgehend auf und lasst es mich wissen, sobald er in Sicherheit gebracht wurde. Also wohin muss ich gehen? Seinem letzten Bericht zufolge wurde Mucianus zu den Ruinen von Nenyond Twill, südlich der Kaiserstadt, entsandt. Dorthin sind die Kampfmagier aufgebrochen. Südlich des Flusses Weiße Rose, fast auf halber Strecke zur Grenze von Elsewhere. Mehr weiß ich leider nicht über diesen Ort oder darüber, was ihr vorfinden werdet, wenn ihr dort eintrefft. Okay, wohlan. Habt Dank. Ihr müsst wissen, dass ich euch nicht darum bitten würde, wenn es nicht dringend wäre oder wenn es eure Fähigkeiten übersteigen würde. Ich werde auf eure Rückkehr warten. Beeilt euch, Mucianus. Ja, ich beeil mich. Einen wunderschönen guten Tag. Könnt ihr euch einen besseren Namen ausdenken als Hauen und Stechen? So. Ah. Beeilen wir uns mal. Ich wünschte, ich hätte vielleicht eine stumpfe Einhandwaffe. Aus Ebenerz. Statt einer Zweihandwaffe, damit ich auch ein bisschen Blocken noch weiter skillen könnte. Obwohl damit. Ja, okay, damit könnte man auch rein theoretisch blocken. Aber wir beeilen uns mal. Sprecht. Habt Mitleid, nur eine Münze. So. Wo ist eigentlich unser Verehrer hin? Ist er wieder gestorben irgendwo? Hallo. Antos Warnen. Was ist los? Dunkle Elfen sind feuerresistent und besitzen... Ja. Ich höre euch zu, Bürger. Aber Magie reicht nicht aus. Was ist mit meiner Magie? Anfällig gegen Magie. Krankheit, Astraldämpfe. Ah, okay. Beeinträchtigt Magiker, Astraldämpfe. Schaden, Magiker, Astraldämpfe. Festigen Konstitution. Wir sind hier, um zu dienen. Lang lebe das Kaiserreich. Warum rennt er so? Muss ich mir da Sorgen machen? Ich glaube, ich muss aber mal ein paar Tränke nehmen oder so. Wie geht's? Bis wir vor den Astraldämpfen da irgendwie geheilt sind. So, einmal speichern. Mir hat das Plackern gerade nicht gefallen.
Wie lange dauert das eigentlich, wenn man krank ist? Bis die Krankheit sich von selber heilt? Flüche sind da ja ein bisschen schwieriger. Athletik hat sich verbessert, nice. Irgendwas will mich wieder angreifen. Okay, zu den Krabben sage ich gar nichts mehr, wenn die einen angreifen wollen. Ist es das hier, was... Nee. Da hinten. Ninjons to Will. Ein Eisatronar. Alter, was war das denn? Und da eine Spinnendädra. Ich hoffe, die lässt uns jetzt erstmal noch in Ruhe. Was haben die? Frostsalze? Mehr aber auch nicht. Natürlich hat die uns jetzt im Visier und spawnt erstmal noch eine Mini-Version von sich selbst. Wo ist die Spinne hin da? Nein! Alter, was? Magie reicht wieder nicht aus. Ich bin erstmal lieber langsam unterwegs und heile mich. Wir müssen aber querfeldein jetzt ab jetzt in den Wald. Werden wir einfach mal so von der Spinnendädra hier fast fertig gemacht. Und regenerieren keinen Mana. Deswegen wir immer wieder so einen Heiltrank nehmen müssen. Immer eine Wiederherstellung verbessern war.
So, sind wir jetzt voll? Ja. Einmal speichern. Und weiter. Da ist eine Nierenwurz. Gibt's hier noch mehr? In sichtbarer Nähe? Festung Rehburg. Wo ist die hin? Es kommen so viele. Beschwörer her. Stumpfe Waffe hat sich verbessert. So, Hexerei. Ich muss in die Richtung. Die sammle ich jetzt erstmal. Wir machen jetzt erst einmal alles mit Mana. So, hier müssen wir rein. Wer seid ihr? Phytrager, Kampfmagier. Vom Rat geschickt, um diesen Verräter zu finden. Er muss ihnen gesagt haben, dass wir kommen. Wir müssen ihn in die Hände bekommen, bevor er ihnen noch mehr verrät. Wer seid ihr denn überhaupt? Ich bin Max Deus und ich wurde hierher geschickt. Ist der Rat denn verrückt geworden, euch alleine hierher zu schicken? Es bleibt keine Zeit. Die anderen, sie haben auf uns gewartet. Sie wussten, dass wir kamen. Ich bin als einziger noch übrig. Die Totenbeschwörer haben sich tiefer ins Innere zurückgezogen, doch wir müssen ihnen folgen. Die Zeit drängt. Folgt mir! Befreiung oder Annexion? Phytrager ist tot. Ich muss meinen Weg in die Ruinen zum Aufhören von Mucianus alias alleine fortsetzen. Stahl, rote Samtbluse, rotes Samtgewand, Stahlbrustharnisch, Stahlbeinschienen. Aber sein Gold nehme ich gerne an mich. Boah, das ist übel, wenn man immer wieder so zerquetscht wird. Oh, der regeneriert sein Leben wieder. Auf irgendeine Art und Weise. Ich habe eine Idee, was ihn betrifft. Wie? Ah!
Warte mal, dann wächst. Dann bleibe ich lieber. Bleibe ich lieber erstmal bei Schwert. So. Das nehmen wir mit. Rüstung auflösen. Schön, dass da oben immer wieder der letzte Kampfmagier hier zerquetscht wird. So, er ist hinüber. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Vielleicht soll ich das hier nehmen, statt die Dingens. Und die Ebenerzaxt, Hammer. Vielleicht wegpacken. Dann haben wir ein bisschen Übung mit den Dings bekommen. Und vielleicht mal die Sachen reparieren, die wir haben. Mit dem letzten Hammer. Denn schade, wie schnell die verbraucht sind. Schwere Rüstung verbessert sich. So, der hat nur Knochenmehl und einen Zwergenclaymore. Anga. Neonwind, Tünnel, Anga. Oh, das tut mir leid. Ich fürchte, ihr kommt zu spät zu diesem Fest. Der Ehrengast ist bereits gegangen. Es tut mir auch leid, euch enttäuschen zu müssen. Aber Mucianus ist nicht in der Lage, von hier aufzubrechen. Er ist jetzt ein Wurmsklave und soll hier recht zufrieden sein. In der Tat ein hartes Los, doch keiner kommt dem Orden des Schwarzen Wurms in die Quere, ohne schwer dafür zu büßen. Ich werde dem Meister mitteilen, dass ihr hier gewesen seid und nach ihm gefragt habt. Vielleicht werde ich ihm als Opfergabe euren Kopf überbringen. Was? Ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft, die gefährlicher waren als ihr. Jetzt hör auf zu rennen. Also er wurde jetzt zur Geisel oder wie? Also zum Sklaven. Aber noch ein beschworener Zombie. Ha!
schon sagen, mache ich jetzt am Ende gar keinen Schaden mehr? Okay, das sind ein bisschen viele. Ich wechsle vielleicht. Hat das was gebracht? Ich wechsle vielleicht mal auf das Schwert. Okay, da sind auch Weltkindsteine, die einen abschießen. Okay, da kann ich das hier noch nutzen. Oh, eben Erdstreitkolben, den nehmen wir. Also ich hoffe, das Skelett kommt zuerst. Das Ding da hinten macht sie bereit zum Schießen. Natürlich kommt der jetzt. So, mach dich bereit zum Schießen. Los. Oder auch nicht. Der ist tot. Und dann wieder hier drauf. So, achso, ist nur ein normaler Totenbeschwörer. So, nehmen wir wieder das. Hatte der irgendwas? Ektoplasma. Dieser Käfig wird, entfernt angehoben. Okay, hat das hiermit zu tun, ne? Der Drescher Streitkolben. Was? Woher hat die den Streitkolben? Wo heben wir das an? Ich habe Mucianus alias gefunden. Er ist eine Art wandelnder Toter transformiert worden. Ich kann nichts mehr für ihn tun. Ich sollte Hannibal Traden von der Geheimen Universität von seinem Schicksal unterrichten.
Muss ich ihn töten, oder? Ich glaube nicht, dass er als Untoter hier weit existieren möchte. Stumpfe Waffenfertigkeit hat sich verbessert. Fleisch. Gut, das nehmen wir auch mit. Wie öffne ich die beiden hier? Oder wo? Ich glaube, die wollen gleich auf mich schießen. Wird entfernt angehoben. Mist, ich wollte springen. Alter, jetzt spring doch. Hier oben war nichts. Ich will das haben, was da drunter ist. Oder da drinnen. Die kann ich nicht kaputt machen. Hier ist ein Streitkolben. Okay, den einen haben wir angehoben. Den Walerstein. Muss hier irgendwo noch einen Knopf geben. So. Haben wir noch einen Walerstein. Das hatten wir schon. Jetzt gucken wir uns mal die Tür da hinten an. Ich glaube, da müssen wir auch entlang. Wer ist das? Hier geblieben. So, okay, mehr hat er nicht. Gab es hier sonst noch was? Galerion der Mystische. Nehme ich mal mit. Und das Buch der Daedra lassen wir hier. Krankheitsheilung. Wo war das? Hier. Schaden reflektieren? Okay.
Dann sind wir jetzt geheilt von den Krankheiten. Machen wir eine Schnellreise. Ich glaube, Primus wird, Torban wird nicht erfreut sein, das Dingens tot ist. Tut euch keinen Zwang an. Es ist mir wirklich eine Ehre. Erzmagergemächer, jetzt ernsthaft? Da, wo ich nicht rein darf, da ist er jetzt. Ja? Gruß euch. Ich hoffe, der kommt jetzt runter. Was ist mit dem Erzmagier? Hallo. Hi. Schick den Erzmagier hier mal runter, ja? Kann nicht sein, dass er schlafen geht, während ich hier für ihn sein Dings hier erledige. Seid gegrüßt. Was habt ihr Neues zu eurer Aufgabe zu berichten? Ihr schaut grimmig drein. Mucianus alias ist tot. Was? Bei den Neunen? Und ihr konntet wirklich nichts für ihn tun? Welch grauenhaftes Los. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sie ihm das nur antun konnten. So viele Menschenleben. Ich danke euch für euren Versuch, ihn zu retten. Da ich weiß, wozu diese Teufel fähig sind, solltet ihr dieses Amulett bei euch tragen. Es wird euch vielleicht in Zukunft schützen. Quest beendet. Befreiung oder Annexion? Habt ihr sonst irgendwelche Aufgaben für mich? Habt ihr irgendwelche Aufgaben für mich? Habt ihr irgendwelche Gerüchte? Die Schicksalssteine sind ein Rätsel. Sind sie Relikte des mythischen Zeitalters? Oder Werke urzeitlicher Tiere? Oder verschollener Elfen oder Menschenrassen? Habt ihr Aufgaben? Er grinst mich nur an, okay. Auch ihr. Guten Morgen. Hallo. Hi. Dies ist eine wundersame Begegnung. Hallo, Hochmagier. Hallo. Die Schicksalssteine sind ein Rätsel. Sind sie Relikte des mythischen Zeitalters? Ja, dann würde ich sagen, urzeitlicher Tiere? Machen wir hier oder in der nächsten Folge Elfen weiter. Menschenrassen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Das habe ich auch schon gehört. Ich bin's, euer Maxeus. Geht mit den neuen Dunkelforstgerotte, aber ciao. Geht.